Uns eine Frage machen, was wir denn machen wollen. Also ich habe, der Ray hat gestern diese formschöne fernsteuerbare Funksteckdose aus dem Mediamarkt mitgebracht. Oder alternativ ein Fernthermometer, das irgendwie Temperaturen überträgt. Wir können uns das angucken. Oder weiß ich nicht. Oder irgendwas anderes, was irgendwie irgendjemand einen Vorschlag hat. Das war nur so meine Idee. Das ist ein Workshop und kein Vortrag. Wir können ruhig was sagen. Es wäre auf jeden Fall praktisch, wenn du am Ende die Flowcharts irgendwo hochladen könntest. Ja, ich habe vorhin schon mal ein Git-Repository erzeugt. Das ist aber noch leer. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass das nichts davon schwarze Magie ist und rumprobieren im Zweifelsfall immer besser ist als stupide irgendwelche Sachen kopieren. Ja. Nein, ich meine, wir können auch nochmal irgendwie FM demodulieren, wenn ihr das wollt. Deswegen frage ich, was irgendwie so der Plan war. Oder wir haben auch einen Experten, wenn wir im GNU-Radio Blöcke schreiben wollen, können wir auch machen. Ich glaube, da reicht die Runde nicht aus. Meinst du? Ja, also ansonsten. Fangen wir halt mal mit der Steckdose an. Die habe ich mir auch angeschaut. Das ist die gleiche, letztendlich das gleiche Protokoll, was wir in München auch haben. Das ist vermutlich bei den All eigentlich eh immer das gleiche, aber es hat eine typische Fernbedienung mit irgendwie 4 Knöpfen an, 4 Knöpfen aus und einem 5 DIP-Schaltern zum Einstellen einer Adresse. Ich glaube, die wir hier mitgebracht haben, ist auf D. Genau. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Haben wir irgendwie eine Lampe oder irgendwas, was wir jetzt einstecken können, dass man sieht, ob es an oder aus ist? Nee, nix. Keiner dran gedacht. Gut, der Grundplan ist, dass man... Also wie mache ich sowas, wenn ich jetzt mal gucken will, was das tut? Der Plan ist ja, dass man ja das dann letztendlich auch selber machen kann. Ja, also ich nehme irgendein Device, mit dem ich das empfangen kann. In dem Fall nehme ich mein USRP mit irgendeiner Antenne. Das ist so eine Log Periodic für 900 MHz bis 2,6 GHz. Selbst wenn es nicht genau in dem Bereich ist, ist immer noch besser als gar keine Antenne. Bei den RTL-SDRs ist üblicherweise so eine kleine Stabantenne dabei. Das tut im Notfall auch so eine kleine WLAN-Antenne, die man irgendwie an seinen HackerF. Wenn irgendwer kein Device hat und was zum Spielen braucht, ich könnte das HackerF auch noch irgendwie temporär verleihen, der mitspielen mag. Ihr habt alle was? Ja. Und ich hätte auch noch ein RTL-SDR, wenn noch jemand was braucht. Da habe ich allerdings keine Antenne mehr für. Das ist nur, also da ist die Antenne nur dieses Stück Kabel. Braucht noch jemand ein Device? Nein? Gut. Dann halt nicht. Genau, also man fängt damit an, man nimmt sich das Teil in die Hand. Auf den Dingern steht in der Regel drauf. Ah, du hast eine Lampe, du bist der Held. Also, das ist eine geile Lampe. Ja. Ja. Ja, nee, das ist wunderbar. Dankeschön. Du bist der Held. Genau, also auf den Dingern steht meistens drauf, in welchem Frequenzbereich die senden. Auf der hier steht 433,92 MHz. Das ist unerwartet genau. Normalerweise steht dann da 433 drauf. Also 433 oder 866 sind gute Kandidaten für so billige Fernbedienungssachen, zumindest in Deutschland. Wenn es alt ist, dann ist irgendwie auch 40 MHz eine Option. Da war früher so ganz alte Garagentoröffner zum Beispiel, gibt es da. Also der in unserer Arbeit geht auf 40 MHz. Wenn überhaupt nichts draufsteht, gibt es 2 Möglichkeiten, entweder aufschrauben und reingucken und da notfalls gucken, ob irgendwie ein Quarz drin ist. Na, und der hat meistens die Frequenz, auf der dann gesendet wird, wenn man Glück hat. Oder was für Produkte, die auch im amerikanischen Raum vertrieben werden,
eine Rechtfertigung ist, wenn sie von der FCC abgenommen sind, da gibt es so eine FCC-ID und damit kann man auf die Webseite der FCC gehen und die haben in der Regel extrem ausführliche Dokumentationen über die ganzen Messprotokolle, wo die Funkstandards eingehalten sind, die sind alle öffentlich. Also wenn es ein US-Produkt ist und es eine FCC-ID hat, auf die Webseite der FCC gehen und sich dort den Kram angucken, da gibt es viel Info. Also auch zu komplexeren Produkten, wirklich, wirklich auch so 15-seitig detaillierte Beschreibungen, was das Teil tut. Also das ist jetzt hier allerdings nur für den deutschen Markt. Da steht gar nichts drauf, da ist nur ein CE-Zeichen drauf und 433. Also dann schauen wir mal, was sich da tut in dem Bereich. Stellen wir eine Sample-Rate ein, die mal ein bisschen größer ist. Ich nehme da immer gerne 2 Megasamples. Je nachdem, also RTL-SDRs, da ist 2 Megasamples Schluss. Bei einem USRP könnte ich auch 20 nehmen. Aber wir wissen ja ungefähr, wo es ist. Und dann fangen wir einfach an mit einer Osmocom Source und einer Vorta. Weil mich gestern irgendjemand gefragt hat, es gibt in GNU Radio Companion zwei verschiedene GUI-Toolkits, nämlich einmal das WX-GUI-Toolkit und einmal das QT-GUI-Toolkit. Man kann verwenden, was man mag, aber nur eins. Und in diesem Top-Block hier kann man einstellen, welche GUI man haben möchte. Und das Default ist WX-GUI und deswegen verwende ich nur WX-GUI-Widgets. Ja? Also wenn ich das mische, dann läuft es nachher nicht. So, das mache ich hier gleich mal. Mein Standard Multiply Const in die Mitte. Wer weiß, ob wir den nachher noch brauchen. Das ist natürlich mit 1 multiplizieren. Wenn ich mit 0 multipliziere, geht gar nichts. Ja, dann sage ich einfach mal mach. Jetzt braucht es seinen Namen. So. Na, davon habe ich jetzt noch gerade keinen Dump, leider. Also, ich weiß nicht. Ich hätte noch einen DVB-T-Stick. Also, ich habe auch einen RTL-SDR hier, wenn ja, jemand noch. Ne? Gib mal. Ja, genau. Wenn du noch ein Stück Draht irgendwo auftreiben kannst, dann hast du noch eine bessere Antenne. Ja, was ich jetzt noch machen kann, schreibe hier noch unter Frequency, also andersrum. Wir müssen die Frequenz noch irgendwo einstellen. Habe ich vergessen, da gibt es irgendwie die Variable, da. Hier 133,92 sagt das Ding. Nennen Sie Freck und schreiben das hier rein und da. So, wenn wir das jetzt starten. Dann haben wir wieder in der Mitte unseren leichten DC-Peak, der beim USRP wesentlich weniger schlimm ist. Und jetzt drücke ich mal bei der Fernbedienung auf irgendwas drauf, auf On zum Beispiel. Und da sieht man schon, da links daneben, da sendet was. Jetzt können wir hier kurz auf Stopp drücken, gucken mal, welche Frequenz das ist. Das ist 433,84. Also die Frequenz, die da drauf steht, stimmt nicht so ganz. Das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn man das irgendwie beim billigsten China-Anbieter zusammenschrauben lässt. Dann, okay, also sagen wir 433,85. Können wir das hier anpassen? Wie viel da ist, wo wir dort sind. So.
Ja, also es kann natürlich auch die Frequenz von dem Device ist, aber bei so billigen Funksteckdosen würde ich jetzt eher annehmen, dass der Fehler auf der Seite der Funksteckdose liegt. Ich will es aber jetzt nicht ausschließen. Nichtsdestotrotz, wir stellen einfach das ein, wo wir glauben, dass es ist. Genau. Jetzt wollen wir uns dieses Signal irgendwie ein bisschen genauer anschauen. Jetzt können wir entweder um das, was ich ganz gerne für sowas nehme, ist die Bordline Sync. Disable ich das mal hier. Process Transform Size 1024. Muss ich vielleicht nur kurz dazu sagen, dass Bordline nicht. Bordline ist nicht. Ja, das gibt Leute, die waren letztes Mal nicht da. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Das ist ein separat zu installierendes Linux oder auch Windows Binary von irgendeiner windigen Webseite. Ich wollte es eigentlich nur machen, aber wieso sehe ich da jetzt nichts? Die Fernbedienung. Wie Sie sehen Sie nichts. Wieso sehen Sie nichts? Was steht denn da? Multiplikator noch umsetzen. So. Naja, du hast recht. Aber es ist immer noch nicht genug. Ja, es ist jetzt zwar immer noch nicht wirklich genug, aber das sollte reichen. So, wenn ich jetzt hier Stopp mache und kurz mal machen. Ja, genug, aber das Bordline mag das irgendwie nicht so gerne. Das ja, also ich mache da hier mal den Konfaktor noch ein bisschen höher. Naja gut, also sieht man das hinten? Also wenn ich jetzt hier zeitlich reinzoome, das hier am Rand sind Millisekunden, dann sieht man, dass hier so Strich, kein Strich, Strich, kein Strich, verschiedener Länge ist. Das ist, nennt man, das ist die simpelste Art von digitaler Übertragung, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist halt On-Off-Keying. Also entweder er sendet was oder er sendet nichts. Und man kodiert die Information dann halt in die Länge der Zeit, wie lange man was sendet und wie lange man nichts sendet, rein. Kann ich mir das angucken? Jetzt habe ich hier von einem Strich bis zum nächsten Strich habe ich hier also einen kurzen Strich und eine lange Lücke. Kurzer Strich, lange Lücke, mehr relativ oft. Und dann habe ich dafür langer Strich und kurze Lücke. Das heißt, es sieht so aus, zumindest auf den ersten Blick, als dass es eben immer also einmal senden plus einmal nicht senden immer konstant lang ist und sich eben dadurch unterscheidet, ob kurz gesendet und lang pausiert oder lang gesendet und kurz pausiert wird. Kann man sich jetzt das ganze Signal danach angucken und sagen, oh, es sieht ganz gut aus. Genau, jetzt setze ich das wieder auf 1, weil ich es nicht brauche. Um ein On-Off-Keying-Signal zu demodulieren, auf Andrücken, ja. Also auf Aus drücke ich mal, damit nicht immer die Lampe angeht. Ja. Genau, wir haben ja jetzt gesehen, dass es ein relativ schmales Signal ist. Es ist nur auf genau der Frequenz. Was sich immer empfiehlt, wenn man irgendwie mit solchen Signalen, mit so einem Kram arbeitet, ist,
dann irgendwie einen passenden Filter, der einem den restlichen Krams, der potenziell außenrum ist, los wird, da irgendwie reinzupacken. Ich richte nicht hier, sondern davor. So. Nein. So. Der braucht eine Frequenz, also wie breit, ne, der Tiefpass ist. Da kann man ein bisschen rumexperimentieren. Ich nehme jetzt hier mal 20 Kilo. Der muss natürlich breit genug sein, um die Menge an Daten, die da übertragen wird, noch durchzulassen. Bei einem On-Off-Keying, also ich weiß nicht, hier würden wahrscheinlich auch 2 Kilohertz reichen, ich weiß es nicht. Und die Transition Width ist die, ab dem Punkt, wo der Filter anfängt zu wirken, bis dahin, wo der Filter quasi die maximale Stärke hat. Ja? Das geht nicht einfach nur rechteckmäßig, ab hier ist Schluss, sondern das ist eine bestimmte Bandbreite. Und die kann man zwar quasi beliebig schmal machen, aber je schmaler ich sie mache, desto CPU-intensiver wird das. Ne? Desto mehr muss mein Filter rechnen, um das zu machen. Eine gute Faustregel ist einfach irgendwie halb so breit wie die Cutoff-Frequency. Das sieht man dann. Wenn ich jetzt hier eine normale FFT-Sync hinten anhänge und mir das anschaue, dann sehe ich recht gut, also hier sind meine 20 Kilohertz und hier unten ist alles, was ich weggefiltert habe. Das ist irgendwie jetzt nochmal 70 dB schwächer, das heißt, das stört mich in meinem Signal überhaupt nicht mehr. Ja? Davon kriege ich nichts mehr mit. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz gut als Anfang. So, jetzt will ich das demodulieren. Das Simpelste, also es gibt zwei Möglichkeiten, so ein Signal zu demodulieren in GNU-Radio. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, es ist ein amplitudenmoduliertes Signal und die Amplituden, die es moduliert, sind 0 und 1, ne? Also voll und gar nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier einen AM-Demodulator-Block draufwerfen und es kommt auch was hohe und tiefe Level raus. Oder die simplere Variante ist... wenn ich mich nicht vertippe. Komplex zu merken. Aber es ist im Prinzip den Betrag dieser komplexen Zahl berechnet, also vielmehr den Quadrat des Betrags, weil den Betrag berechnet man, wie sich vielleicht die meisten erinnern können, aus Quadrat des Realteils plus Quadrat des Imaginärteils und davon die Wurzel. Aber die Wurzel ist in dem Fall Rechenaufwand, den wir nicht brauchen. Deswegen, also marginale Performance-Optimierung, das hatten wir letztes Mal, die Diskussion. Und hier kommt hinten der Betrag raus. Hier kann ich jetzt eine Scope-Sync anschließen, der ich allerdings sagen muss, dass jetzt hier noch reale Zahlen rauskommen. Und mir das anschauen. So. Da sehen wir, das ist das Rauschen, das sieht man hier jetzt nicht so super gut. War jetzt vielleicht ein bisschen doof. Genau, und wenn ich jetzt hier eine Taste drücke, dann fällt das hier, ist das hier ein bisschen komisch, weil es ist auf Auto-Range gestellt und versucht die Skala natürlich immer auf den Wertebereich anzupassen. Wenn ich jetzt im richtigen Moment das ausschalte, dann sehe ich, dass wenn ich nichts sende, ist quasi nichts los und wenn ich was drücke, dann geht es hier rauf. Das ist jetzt nicht so super gut zu sehen, aber es tut sich was. Ja? Was ich jetzt machen kann ist, ich will ja wissen, wann er sendet und wann er nicht sendet. Was ich jetzt an der Stelle mache, ist, ich nehme die klassische Methode, die ich dazu kenne, ist einfach einen Threshold zu nehmen. Man kann das auch mit einem Binary Slicer machen, aber beim Threshold kann man mehr Sachen konfigurieren. So. Der hat als Output produziert der Nullen oder Einsen und hat zwei Grenzwerte.
Der eine sagt ihm, wenn es von 0 aus ansteigt, ab welchem Grenzwert er sagt, jetzt ist es eine 1. Und der zweite, der Low-Grenzwert, sagt einem, wenn es wieder sinkt, unter was es sinken muss, bis er wieder glaubt, dass es eine 0 ist. Ne? Das ist ein Threshold mit Hysterese. Ja? Nicht mit einem fixen Wert in der Mitte. So, wenn man jetzt sich gemerkt hätte, was da vorhin für Zahlen standen, dann könnte man jetzt auch irgendwas draus machen. Mal gucken. Wo drauf drücken. Also wenn ich was drücke, dann sagen wir jetzt auf jeden Fall über 4 Mikro. Und es ist auf jeden Fall unter 1 Mikro, wenn nichts der Fall ist. Genau, der kann ich jetzt sagen. Sie hat eine Skala von 1, das muss ja kein Auto. Und jetzt sollte hier. Sieht man, dass es halt zwischen 0 und 1 hin und her springt. Ja? Das heißt, wir haben jetzt Nullen, wenn kein Signal da ist, und Einsen, wenn ein Signal da ist. Jetzt kann ich das. Will ich das irgendwie zum Beispiel in einen File schreiben, um mir das mal irgendwie genauer angucken zu können? Dann kann ich hier einfach eine File Sync, nein, nicht File Meter sonst, eine File Sync nehmen. Und das da reinschreiben. Und muss natürlich auch umstellen auf Float. Ja, ich will es eigentlich nicht als Float. Das ist eine doofe Idee. Also sagen wir, das sind ja nur noch Nullen und Einsen. Also sage ich erstmal Float to Char. Viel schöner, wenn ich das als Characters in dem File habe. Ich stelle das hier halt auf Character um, also auf Byte. Das hier noch umdrehen. Dass es irgendwie ein bisschen schöner aussieht. So. Dann muss ich noch einen Pfeilnamen dafür vergeben. So. Gut. Nehme ich mal kurz was auf. So. Stopp. Und kann mir dann ein Binärfile. Das ist in Less vielleicht nicht so gut. Schauen wir uns mit einem Hexdump an. Nein. Sehen wir halt, also es sind halt erst ganz viele Nuller, dann kommen irgendwie 1 Bytes, dann kommen ganz viele 0 Bytes, dann kommen wieder ganz viele 1 Bytes. Wenn ich das irgendwie in einem Format haben möchte, nein, das wollte ich gar nicht, so dass ich nicht mit 0 und 1 Bytes, sondern halt mit ASCII-Nullen und Einsen hantiere, damit es irgendwie ein bisschen handlicher wird. Das ist nicht wirklich nötig, aber mir gefällt das, deswegen mache ich das. Ist an der Stelle ja nicht so wirklich, genau, der kann kein Byte hinzufügen. Also machen wir das halt hier auf der Float-Seite. Und addieren einfach 48 dazu. Dann haben wir, ne, 48 ist der Wert für eine ASCII 0 und die ASCII 1 ist praktischerweise die 49. So.
mache das nochmal. So. Schauen wir das nochmal. Achso, jetzt kann ich jetzt im Prinzip auch mit dem Less drauf schauen. Und sehe halt hier Nullen und irgendwo, wenn ich dann danach suche, auch irgendwann eine 1. Was wir jetzt natürlich noch nicht wissen, ist, welche Datenrate das hat. Ne? Also wir haben da jetzt ich habe da jetzt mit 2 Megasamples auf dieses Teil losgelassen. Mein Less ist etwas überfordert, damit die 1 zu finden. Ja, so lange Zeilen mag das Teil nicht so super gern. Wir wissen natürlich noch nicht, mit welcher Geschwindigkeit das gesendet wurde. Die offizielle Methode dafür, das in GNU-Radio zu machen, ist, oder überhaupt, nennt sich Clock Recovery. Dazu muss ich natürlich grob wissen, was für eine Senderate das hat. Und dann gibt es theoretisch diesen Block, der mir das dann auch klein macht von der Datenmenge und halt pro Zeitraum nur noch ein Symbol. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe die letzten 5 Stunden damit zugebracht, zu versuchen, diesen Block zum Laufen zu bringen, und das gelingt mir nicht. Dann rausgefunden, dass zumindest in meiner GNU-Radio-Version er auch wohl auch noch irgendeinen Bug hat. Der ist irgendwie in 5.7.1 gefixt. Aber das Schöne ist ja, das ist ja alles Software und wir haben das jetzt in einen File geschrieben. Wir können auch mit dem File einfach per Hand irgendwas machen. Nur der Less ist aber... So viel zu Software. Gut. So. Tippen. Ich habe hier ein wirklich sehr simples Python-Skript geschrieben oder zusammenkopiert, sagen wir es mal besser. Wahrscheinlich das Falsche, wenn wir das hier angucken. Das einfach das File einliest, komplett. Ja? Also das ist hoffentlich nicht sehr viel größer als dein gesamtes RAM, aber das sollte nicht der Fall, das ist nicht optimiert. Dass die ganzen Bits durchgeht und schaut, ob das, also die ganzen Bytes, aber ein Byte ist ja ein Input-Bit an der Stelle, schaut, ob es das gleiche ist wie vorher. Und wenn ja, dann einfach den Counter erhöht, und wenn nein, dann sagt er, okay, dieses Zeichen kam jetzt n-mal. Im Prinzip ein Run-Length-Encoding. Und sagt mir dann, wenn ich es aufrufe, dann sollte ich vielleicht irgendwie... Sagt mir, jetzt habe ich hier 1.200.000 Nullen gehabt. Also die Zahl da hinten ignoriert die mal temporär. Dann 590 Einser, dann 1.925 Nuller, dann 598 Einser und so weiter. Dann sieht man, dass die Längen, also das Bit dazwischen ignoriert das mal temporär. Das sind die Längen von Nullen und Einsen Folgen in diesem File. Und jetzt kann ich sagen, okay, also es sieht so aus, als sei die kürzeste Länge 500, also 600 ungefähr, und die längere Länge ist irgendwie 2000 ungefähr oder vielleicht 1900 eher. Das ist ungefähr dreimal so lange wie das. Ja? Es gibt jetzt die Fälle, wo es andersrum ist, wo die 1 irgendwie ein bisschen 1900 ungefähr lang ist und die 0 ungefähr 600 lang. Dann kann ich in meinem... Nein, das wollte ich wirklich nicht. Hier die Länge anpassen. Thank you.
Ihr wollt den Blockgraph nochmal sehen, da hinten, oder wie? So vielleicht? Nee, ja, wir haben nur gerade nochmal wegen den Parametern, die du beim Threshold drin hast. Ach so. Ja, Lowenheimer Threshold. Also das müsst ihr am besten angucken, was bei euch an der Stelle rauskommt. Deswegen habe ich hier auch eine, hatte ich hier... Ja, ich verstehe gerade die Bedeutung an den Parametern. Wenn das Signal höher als High geht, geht es auf 1 und wenn es dann genau, unter Low fällt, auf 0. Der nimmt einfach, der rechnet anhand dieser Angaben selbst bei 2,5 den Schwellwert oder was? Nee, das nein, das Signal ändert sich ja. Wenn das Signal, er sagt, initial ist es bei 0, wenn es größer als High ist, dann sagt er, okay, jetzt ist es bei 1. Und wenn es bei 1 ist, muss es niedriger als Low sein, um wieder als 0. Also der Wechsel von 0 zu 1 passiert, wenn es über High steigt. Und der Wechsel von 1 zu 0 passiert, wenn es unter Low sinkt. Das ist ein Threshold mit Hysterese halt. Ein Schmidt-Trigger. Oh. Genau, also das ist halt... wahrscheinlich könnte man es auch einfach in der Mitte teilen, aber ich bin an der Stelle lieber ein bisschen... Macht vollkommen Sinn. Ich hab ja. Ja? Gibt es da auch Möglichkeiten, Schwundregelungen zu realisieren? Also wenn das dynamisch variiert, meinst du, mir ist nicht bekannt, das innerhalb von GNU Radio Companion zu machen. Also du könntest im Zweifelsfall, dann, das wäre dann der Workshop, der noch fortgeschrittene, der jetzt nicht mehr stattfinden wird hier. Also du kannst natürlich einen eigenen GNU Radio Blog schreiben und in diesem solche Logik implementieren. Es gibt für gerade On-Off-Keying, also für so simple Modulationsarten, gibt es nicht so furchtbar viel in GNU-Radio. Das geht, die Sachen, die es da gibt, sind eher die advanced Sachen, weil die anderen Sachen, das fällt unter die Kategorie, das kann man eigentlich selber machen, wenn man das braucht. Ja? Und das ist halt, wenn man das irgendwie in einem Python implementiert, halt auch nicht so schlimm langsam. Ja? Wohingegen die Sachen, die man in C implementieren muss, die gibt es dann schon eher in GNU-Radio. Kannst du nochmal drücken, klar. Mehr Signale. Das war jetzt übrigens aus für die Lampe. Genau, also jetzt habe ich halt in dem Skript noch was geschrieben, was halt versucht... ich habe eine Länge eingestellt von 600 und dann sagt er mir halt, wie oft diese Länge da reinpasst in diese Zahl. Dann habe ich irgendwie managebarere Sachen. Das könnte man sicher auch autodetekten, da war ich nur zu faul dazu. Jetzt habe ich hier also meine Abfolge von Einsen und Dreien. Und jetzt kommt das Encoding, was die da verwenden, ist tatsächlich ein bekanntes und dokumentiertes Encoding. Ich kann mir nur nie merken, wie das heißt. HX2262. Das unerwarteterweise nicht nur zwei States hat, sondern drei States. Also es kennt für jedes übertragene Bit sozusagen den Status 0, den Status 1 und den Status F für Floating. Ja? Fragt de facto tut sowohl diese Steckdose als auch die Steckdose, die wir im Club haben, den Floating-Zustand wiederum nicht benutzen. Das ist eigentlich völlig rätselhaft, ist, warum sie das tun. Aber nun ja. Und das wäre dann mittlere Länge und mittellange Pause? Nein, was hier passiert ist, er nimmt eine Vierergruppe und kurz, lang ist... ist ein 0-Bit, lang, kurz, kurz, lang ist ein 1-Bit und lang, kurz ist ein Floating und der vierte Variante wird nicht benutzt. Wobei das Floating ja de facto auch nicht benutzt wird. Also man sieht es, wenn ich das aufzeichne, in dem letzten Paket, wenn ich die Taste loslasse, kriege ich in der Regel am Schluss diesen Floating-Zustand. Ja? Aber... der sendet ja, wenn ich, solange ich das halte, schickt der ja konstant mehrfach das gleiche Paket, um das ein- oder auszuschalten. Und das letzte Paket, wenn ich loslasse, enthält oft diesen Floating-Zustand, aber das ist uns ja eigentlich völlig egal an der Stelle. Genau, und was mein
das der Code hier an der Stelle tut, ist diese Längen einfach, wo ist es denn? Entschuldigung, kurze Verwirrung. Nee, das ist schon der Sendeteil. Ich bitte um kurze Verzeihung hier. Na, also wenn ich kurz, drei lang, kurz, lang habe, dann ist es ein 1-Bit. Kurz, lang, lang, kurz ist ein 0-Bit. Und lang, kurz ist ein Floating-Bit. Und im anderen Fall gibt da dieses irgendwas durch Punkte getrennt aus, um mir zu sagen, dass das Decoding an der Stelle nicht sinnvoll war und nicht innerhalb der Spec. Und er triggert die Ausgabe daran, dass er eine Lücke findet, die irgendwie deutlich länger ist. Ja? Also wenn ich 33 Perioden lang einen 0-Bit bekommen habe, dann ist offensichtlich das gesendete Codewort zu Ende. Und dann sehe ich hier, bekomme ich für das, was ich aufgenommen habe, diesen Bitstream und am Schluss noch ein nicht dekodiertes 1-Bit zurück. Das sind jetzt hier 5 Einser, dann 3 Nuller, eine 1, 3 Nuller, eine 1. Wenn wir uns jetzt erinnern, ist hier drin ein 5-Dip-Schalter, um einen Code einzustellen. Was passiert jetzt wohl, wenn ich irgendwie den zweiten und den vierten auf 0 schalte? Und das gleiche nochmal mache. Wetten werden noch angenommen. Hallo? Ah, jetzt. Huch. Ah. Hier ist ein sauberes, ne, das ist ein sauber dekodierter Fall. Ne, das ist relativ offensichtlich, dass die ersten 5 Bits offensichtlich diese Adresse sind, die ich hier eingestelle. Ja, das sind jetzt 5 Bits, die sind nicht wirklich schwierig zu bruteforcen im Zweifelsfall. Also wenn ich weiß, dass jemand so eine Steckdose hat, dann kann ich die auch, wenn ich das irgendwie selber sende, relativ rasch durchprobieren. Jetzt habe ich hier noch, das sind diese 5 Bits. Jetzt habe ich noch hier eine 1 und hier eine 1. Wir können das jetzt, ich kann das jetzt natürlich anfangen. Ich habe ja hier insgesamt 8 Tasten zur Verfügung. Kann ich die alle drücken? Wir können das auch einfach machen. Wir haben ja genug Zeit, glaube ich, oder? Ja, locker. Ich drücke also mal. Na? Oh. Stopp. Dauert jetzt einen Augenblick länger. Ich habe angefangen mit der Ausreihe ABCD. Das hatten wir noch vielleicht noch irgendwie ein. Die mit den F sind die immer, wenn man die Taste loslässt. Aber ich sehe, ich habe hier den A ausgedrückt, dann B aus, dann C aus und dann D aus. Was einen vermuten lässt, dass man vermutlich alle 4 Steckdosen gleichzeitig umschalten kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und danach habe ich die passenden angedrückt. Das sieht man dann hier auf dem letzten Bit. Da hier, bei aus ist das letzte Bit immer 1 und bei an ist das letzte Bit immer 0. Ja, und dafür das Bit davor 1. So. Und jetzt alle Strobo. Genau, damit hätten wir das eigentlich, damit habe ich also dieses Ding quasi mehr oder minder völlig verstanden. Jetzt kommt natürlich der Teil, ich will das irgendwie selber ein- oder ausschalten. Da gibt es 2 Lösungen. Die billige Lösung ist, ich packe einfach hier nach meiner Osmocom Source oder nach meinem Tiefpassfilter eine File-Sync hin. Und nehme das File einfach auf.
so wie es über die Luft kam, klassische Replay-Attacke. Und dann nehme ich ein, naja gut, das ist jetzt hier, nimm halt eine, grundsätzlich einfach nur ein eine Osmocom Sync zum Senden und eine File Source. Und stecke hier meinen File rein und schicke es da raus. Und dann die File Source hat noch diesen hübschen Parameter Repeat gleich Yes, die so viel sagt, wenn das File zu Ende ist, fängt wieder von vorne an. Das heißt, er sendet dann konstant. Dazu brauche ich, das geht natürlich mit einem RTL-Stick nicht mehr, weil der kann nicht senden, aber mit einem HackerF oder mit dem USRP geht das wunderbar. Und das funktioniert auch. Ich habe jetzt nur leider gerade kein Recording davon. Da hast du irgendwie... Du kannst das gerne probieren, wenn du ein E-Aus-Paket hast. Währenddessen natürlich kann ich das auch einfach selber generieren. Ja? Ich habe es ja jetzt verstanden. Jetzt habe ich also Genau, das ist im Prinzip das Gleiche. Da gibt es dann nur, habe ich halt noch eine Funktion geschrieben, in der ich dann auch schon brav die passenden Parameter eingeben kann, nämlich der Code, dieser 5-Dip-Schalter-Code als Zahl, welche Steckdose A, B, C, D und True oder False für ein oder aus, der mir das dann wieder in diesem HX2262-Format encodet. Das ist jetzt allerdings auch keine große Kunst, ne? Wenn ich hier irgendwie ein 1-Bit habe, dann bitte das, bei einem 0-Bit bitte das und Float habe ich gar nicht erst implementiert. Und hinten hängt dann noch ein 1-Bit an und halt Nullen als Pause, damit ich das nicht sich abgrenzt von dem nächsten Paket. Das Ganze schicke ich dann einfach in dem Fall per UDP irgendwo hin an localhost port 1234 und mache dann habe hier ein OK-Send, ein etwas kompliziert aussehenden Flowgraph, ist er aber gar nicht. Ich habe eine UDP-Source, die listet auf dem Port 1,234k, also 1234, wo die Pakete reinkommen, wandle sie in Float um, weil GNU Radio das ja alles lieber mit Float macht. Was ich hier noch mache, ist das Umgekehrte. In dem Decoder habe ich eingestellt, dass die Längeneinheit 600 Bits ist. Hier mache ich das im Grunde genommen das Gleiche. Das kann ich einfach ausrechnen. Ich habe eine Zeit pro Symbol, also ein Symbol, das ich sende, ist 270 Mikrosekunden lang. Und da muss ich dann, sage ich halt, die Sample-Rate mal die Zeit pro Symbol gibt mir dann, um wie vielfache ich aufblasen muss. Ich sende jetzt hier nur mit 500 Kilo, statt mit 2 Mega, das heißt nur ein Viertel, deswegen ist das irgendwie ein Viertel so klein wie die 600, die ich vorhin eingestellt habe. Könnte ja auch mit mehr senden, aber das fand ich jetzt nicht notwendig. Lass mir das hier anzeigen, was ich sende. Was noch ist, ich muss das ja, also das sind jetzt nur Nullen und Einsen. Ich muss das ja noch quasi in Signal und Nicht-Signal verwandeln und ein Signal konstant auf einer Frequenz ist ein Sinus oder ein Cosinus, multipliziere also mein Sinus mit diesen Nullen und Einsen. Wenn ich es mit Nullen multipliziere, ist kein Signal da. Wenn ich es mit 1 multipliziere, ist Signal da. Was ich hier noch mache, ist, ich muss das in eine... Was sucht denn die Variable da drunter? Sowas. um das in eine komplexe Zahl zu wandeln, ne, immer setze ich den Imaginärteil auf 0 zum Multiplizieren. Und dann habe ich hier meinen Output und der geht dann letztendlich in die Osmocom Sync, die mit der Sample-Rate auf der eingestellten Frequenz sendet. So, und wenn ich das anschmeiße... Das sind noch 2 Frequenzen. Also. Was, 2 Frequenzen? Das ist ja reell, fertig. Nein, mein
Mein Sinus ist komplex. Der ist auf 0 Hertz, was bedeutet, also auf der sich auf der Baseband-Frequenz sende, weil die Frequenz ja das USRP mischt es dann ja hoch vor dem Senden. Ich habe mich irritieren lassen, da steht Cosin, aber das ist ja ein komplexer Ausdruck. Ja, genau, das ist ein. Also das sind letztendlich zwei, also im Real und im Imaginär halt. So. Da, wenn die nur eine 1 ausgibt, konstant. Was? Wozu ist die Signal Source da, wenn die konstant 1 ausgibt? Das tut sie ja nicht. Tut sie doch. Signal Source gibt nicht konstant 1 aus. Was soll er da machen? Das stimmt. Das ist doch recht. Könntest du noch ändern, ein bisschen rauf und runter gehen, aber ja. Nein, weil wir uns im Komplexen bewegen, ist das an der Stelle überhaupt kein Problem. Das, ja, ein Problem ist auch nicht im Real. Nein, der Betrag davon ist konstant 1. Das ist bei Frequenz 0 und 1. Ja. Ja. Aber das... höher oder niedriger macht, dann wird das auch irgendwie, dann rotiert das da irgendwie, aber so ist das echt konstant heiß. Wieso geht das jetzt nicht? Achso, nee, weil es einfach schon lief. Ja, das wird jetzt nicht gehen, weil das nicht, weil keine Daten über UDP reinkommen, das ist Blödsinn. Ja, just das tue ich gerade. Genau, das ist konstant 1. Und der Imaginärteil konstant 0. Mhm. Warum hast du dann überhaupt die Signal Source nach 0 gebracht? Tja, damit ich es auf eine andere Frequenz schieben kann, wenn ich will. Was weiß ich? Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Wenn du mehrere Frequenzen willst, macht es ja schon Sinn. Ja, klar. Nein, du hast völlig recht, das ist an der Stelle eigentlich unnötig. Bei Null senden, ne? Ja. Ja, wenn du feststellst, dass morgen das Kindergerät irgendwie ein bisschen in der Frequenz gedriftet ist, ist das natürlich praktisch. Nee, ich hab jetzt an den DC-Offset gedacht. Oder das. Ja, du hast schon... Nee, gut, beim Senden, ich weiß gar nicht, ob die Dinger beim Senden einen DC-Offset produzieren, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Aber du hast natürlich völlig recht, ich habe gerade irgendwie... um die Ecke gedacht. Das ist an der Stelle nicht nötig. Das ist dann spätestens nötig, wenn du ein etwas komplizierteres Signal hast. Aber für das Simple On-Off-Keying wäre das wahrscheinlich gar nicht nötig. Ja. Dann würde es reichen, von hier aus direkt da reinzugehen, wenn ich es ins Komplexe gewandelt habe. Nun gut. Ändert nichts dran, dass es funktioniert. genau, jetzt muss ich hier meinen Dings. Ah, und das geht es natürlich nicht. Es wäre ja zu einfach gewesen. Aus ist true, glaube ich, oder? Kann das sein? Das heißt Fernbedienung. Ja, wunderbar. Also oben im Hackcenter ging es noch. Auf meinem PC
ziehen. Ja. Oh. Super. Einmal mit Profis arbeiten. Aber wir sehen, also man sieht zumindest grundsätzlich, dass das Ding hier bereit ist, irgendwelche Sachen zu senden. Ich muss zugeben, ich habe es heute nicht probiert. Ich habe es gestern Abend probiert, bevor ich ins Bett gegangen bin. Die Frequenz passt schon noch, wenn die ein bisschen daneben war. Das, ja, aber ich habe hier auch, hier ist auch 433,84. Das war doch das, wo wir auch empfangen haben, oder? 85, ja. Ja, gut, aber das sollte bei dem Empfänger keinen Unterschied machen. Haben wir schon vorhin irgendwie umgestellt auf einen anderen Kanal? Das war nur im Sender. Ja, das war hier in dem Sender, aber zum einen habe ich es da wieder zurückgestellt, sonst hätte ich es jetzt gerade nicht ausschalten können. Panik. Naja, gut. Ja. Wie Sie sehen Sie, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, du hast in deinem Programm den Multiplier geändert, oder halt in deinem Senderteil auch die Sample-Frequenz. Ja, das Ding hier ist von der Sample Rate völlig unabhängig, auch wenn da oben noch die Länge drin steht. Das ist einfach nur irgendwie kopiert aus dem alten. Zum Senden verwendet er die nicht, sondern die ist nur hier drin. Aber wir können natürlich ein bisschen hochstellen, aber das soll es eigentlich nicht gewesen sein. Also, wenn es irgendjemand, ich werde das jetzt in den letzten 3 Minuten nicht gebuggt bekommen. Ich weiß jetzt leider nicht, warum es gerade nicht geht. Das tut mir jetzt leid. Ja. Ja, das ist der RxTX, der beschriftet ist. Stimmt, gestern habe ich es mit dem HackerF gemacht, nicht mit dem USRP. Ja, ich glaube, der USRP, der beschriftet ist. Ja. Bei uns ist es nur der RX. Ja, das ist die falsche Funktion. Ich schraube es mal ans andere, vielleicht liegt es daran. Ja, die linke ist. Wo RX steht, ist nur RX und die unbeschriftet ist RxTX. Okay. Boah, diese Konnektoren nerven. So. Gib mir doch mal kurz das Hacker-F, ich probiere es. Auf jeden Fall RX-mäßig nichts dran. Mit dem habe ich es gestern probiert, mit dem muss es gehen. Achso, da ist ja schon eine Antenne dran, das muss ja auch gehen. Will mich nicht. War das irgendwer von euch oder? Das ist irgendwer anderer hier, oder? Da hinten lacht jemand. Ne, es ist in der Tat, also es ist unabhängig davon, es ist in der Tat so, dass das GNU-Radio mit dem Konzept die Daten irgendwie über ein UDP reinzulesen und zu senden, wenn sie kommen, irgendwie nicht so super glücklich ist, wenn da dazwischen keine kommen. Was man unter anderem auch daran sieht, dass er hier lauter U's schreibt für Underflow, weil nicht genügend Daten reinkommen. Aber das hat ihn in der Vergangenheit nicht daran gehindert, eine Steckdose an- oder auszuschalten.
Also. Ja, ja. Wenn es nicht gleich wieder ausgehen würde, würde ich es glauben. Nun ja, das ist der Teil. Wir können irgendwie gerne noch rumdebuggen. Unsere Zeit ist hier aus. Wenn irgendjemand noch Interesse hat, können wir drüben uns in dem Shared Space irgendwie hinhocken, spielen. Es gibt auch noch dieses Temperaturteil. Der verwendet ein leicht anderes Protokoll, ist aber auch nicht, also auch in den gleichen, ungefähr gleichen Frequenzen, aber ein leicht anderes Protokoll. War aber auch irgendwie in einer halben Stunde zu entschlüsseln. Also sich auch einfach hinsetzen, auf die Bits gucken und dann mal so eine Binärzahl in Dezimal wandeln und feststellen, oh, das ist die Celsius-Temperatur mal 10. Ja. Nun gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt.